Hi, wir sind Christine und Frank und waren im Sommer 2022 in Mittenwald auf dem Naturcampingplatz Isarhorn. Wir mussten nach der Ankunft kurz warten, weil die Rezeption noch geschlossen war. Aber dann ging es auf den Platz. Wie auf der Website des Campingplatzes angekündigt, ist der Boden tatsächlich ziemlich hart. Die Nähe zu den Toiletten und der Fähr- und Entsorgungsstation hatten wir bewusst gewählt, da wir mit unserem Dachzelt unterwegs waren und es auf dem Platz nur vorne an der Rezeption das Toilettenhäuschen gibt. Hier sind auch genug Spülmöglichkeiten sowie Waschmaschinen und ein Trockenraum vorhanden. Außerdem gibt es für Kurzentschlossene einen Grillbedarf, Snack- und Getränkeautomaten. Getränke gibt es übrigens auch günstiger in dem kleinen Laden direkt bei der Rezeption. Ebenfalls im Eingangsbereich befindet sich ein kleines Häuschen mit kostenpflichtigem Kickertisch. Die Toiletten und Duschen waren meistens einigermaßen sauber. Der Platz ist ziemlich weitläufig und es waren von Einmannzelt bis Luxuswohnmobil so ziemlich alle Camperarten vor Ort. Außerdem gibt es zwei Hütten und diese Schlaffässer, die man mieten kann. Der Ablauf fürs Grauwasser ist auch vorne an der Rezeption zu finden. Unweit davon auch die überdachte Recyclingstation. Die Entsorgung für Chemietoiletten ist auf der Rückseite des Toilettenhäuschens zu finden. Strom gibt es übrigens nur im vorderen Bereich des Platzes. Wir haben während des Urlaubs mit Campern im unteren Bereich gesprochen, also direkt am Wasser, die sich teilweise mit mehreren Kabeltrommeln Strom von oben besorgt haben. Mitten auf dem Platz befindet sich auch ein liebevoll gestalteter Hochseilgarten. Auch ein kleiner Spielplatz mit Tischtennisplatte ist auf dem Platz zu finden. Direkt vor dem Platz ist eine Bushaltestelle. Mit dem Bus ging es nun nach Mittenwald. Und jetzt bin ich auch erstmal ruhig und wir zeigen euch, was wir dort so gesehen haben. Der nächste Tag war dann zum Glück etwas freundlicher und wir sind mit unseren Fahrrädern zum Karwendel gefahren.
Danach ging es zum Mittenwalder Wasserfallsteig. Übrigens direkt an Österreich angrenzend. So, der nächste Tag beginnt mit Regen. Als es einigermaßen aufgehört hat, ziehen wir los. Und dann wird es doch noch so freundlich, wie wir es nicht erwartet hätten. Also zurück zum Platz und ab auf die Räder. Tja, und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das, klickt gerne auf den Daumen nach oben oder abonniert uns sogar. Wir danken euch. Bis bald.